So, da sind wir schon wieder mit dem nächsten Teil, mit der Mission Weckruf. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Autopilot, schön angehalten. Wir lassen die Kacher ein bisschen mal stehen. Dann geht's schon los. Ich habe jetzt meinen Einschalter nochmal das rumgedoktert. Mir ist beim Video aufgefallen, beim letzten Mal schneiden, dass die etwas dunkel waren. Und das habe ich jetzt eigentlich angepasst, das müsste jetzt nicht mehr so sein. So, würde ich sagen, Feuer frei. Ich bin nur mit den Kollegen hier reden. Ja, hab gehört, du brauchst Hilfe. Was gibt's? Ihr seid die Typen, die es Albion zeigen? Kann kaum glauben, dass das noch jemand tut. Ich dachte, ich wäre allein. Ich verbreite nur alle Informationen, aber ihr werdet aktiv. So muss es sein, verstehst du? Andernfalls wird Albion immer größer und böser. Und dann ist es zu spät. Also, was liegt an? Wäre fast draufgegangen, als ich das gefunden habe. Albions sämtliche Operationsdaten für die ganze Stadt. Konvoirouten, Überwachungsziele, alles da. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Da gehe ich von aus. Hier ist ein Beispiel. Albion hat King's Cross für die Öffentlichkeit geschlossen, stimmt's? Aber die Leute wissen nicht, dass das ihr Logistikzentrum ist. Material, Truppen, was auch immer. Das meiste Zeug läuft da durch. Wollt ihr den Leuten einen riesigen Schub verpassen? Dann schaut dazu. Wenn ihr das lahmlegt, legt ihr Albions Operation weitgehend auf Eis hier in Camden. Ach was, überall. Dann haben wir einen Plan. Erreiche die King's Cross Station. Jetzt schauen, wo es ist. Jetzt können wir sogar laufen. Machen wir mal ein Auto. Ja, die gehen sogar auf die Jungs. Sehr schön. Albions Operationspläne waren genau, was wir brauchten, um weiterzukommen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Sofort. Also, wie nehmen wir King's Cross offline? Wird nicht einfach, zu dem Generator zu kommen. Der ist jetzt besser gesichert als beim letzten Mal. Und was jetzt? Meine Nachrichtendrohnen sind noch hier drin und sollten funktionieren. Du könntest eine von ihnen nutzen. Vielleicht hast du beim Steuern noch mehr Glück. Wie gesagt, die Ladeszenen cutte ich euch raus. Na, also sind wirklich ganz kurze, die bloß mal 1-2 Sekunden gehen. Die bleiben drin, aber sonst wird das rausgecuttet, weil die doch ziemlich lang sind in dem Spiel. Kann ich die hacken? Dort, ja, okay, gut. Kaubern kann ich denn. Ah, die Kamera wollte schon drinnen. Da könnte ich doch mal anvisieren. Ach, nö. Hacken unsere bewusste Gegend. Sehr schön, dort ist jetzt auch die Drohne. Halt also, um die Drohne zu analysieren. Tja, eine Energiespitze in einem Generator mit Hybridantrieb ist nicht dasselbe wie ein Brötchen aufzubacken. Wir brauchen genaue Anweisungen. Jawohl. Sehen wir uns den Scheiß mal an. So, echt nice gemacht. Steuerung der Drohne ist so richtig nice, also wirklich sehr gesmoothed hier. Yo, Bro, schau mal. Mann, ist verflucht kompliziert. Kamera, die Drohne hat eine ganz gute Kamera. Zielansicht. Würde ein Foto helfen, Bagley? Zweifellos. Demzufolge gibt es einen Überbrückungscode, mit dem wir ins Generatorsystem reinkommen. Kameraansicht wechseln. So, ach doch, da kann ich hacken, okay. So, ich wüsste blöd. Aber hacken kann ich, okay. Also reicht weiter. Ich komme jetzt keine andere Drohne vorbei, ja. Die ist ein bisschen offline. Sehr gut.
Setze den Code beim Generator ein, dann kann ich eine Stromspitze auslösen. Das sollte ausreichen, um King's Cross offline zu nehmen. Und das Bahnsystem auch. Ja, auf jeden Fall nice gemacht, ja, mit den Drohnen und so. Dann mal los. Okay. Feuerwerk! Okay! Deck sie ran! Deck, deck! St. Pancras war eine wahre Goldmine an Informationen. Hab ihren Konvois, Informanten, Ausrüstung, was immer du willst. Alles, was wir brauchen, um die Londoner auf unsere Seite zu ziehen. So wie in Camden. Wir müssen Albions Operationen vereiteln und den Leuten Viertel für Viertel einen Grund geben, sich zu erheben. Je öfter wir das tun, desto mehr Verbündete kriegen wir. Wir zeigen London, dass Dead Zack an seiner Seite steht. Das war ja cool. Ich wusste, dass Dead Zack nicht der üble Haufen ist, für den Albion euch hinstellt. Jetzt weiß es der Rest von Camden auch. Danke. Hey, danke. Nachdem ihr jetzt im Stadtteil gezeigt habt, worum es bei DedSec wirklich geht, wollen sicherlich Leute mitmachen. Viele haben nach einer Möglichkeit zum Widerstand gesucht. Ich bin überzeugt, dass sich schon bald jemand meldet. Ich weiß, da scharrt schon jemand mit den Hufen. Fuck ja. Willkommen im Club, Bro. Oh, jetzt waren so beschissene Boys, ja. Bezirksforschung Belohnungen. DedSec-Unterstützung. Schließe Bezirksaktivitäten ab, um die DedSec-Unterstützung zu erhöhen. Londoner und Bezirken. Naja, natürlich. Die sind bereit. Technikpunkte. Verbliebene Technikpunkte werden auf der Karte sichtbar, sobald ein Bezirk aufbegehrt ist. Okay. Besitzen Fähigkeiten, Waffe dieser Art. Okay. Zurückbegehrt auf. Rekrutiert. Zum Wechsel gedrückt halten.